Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 12, gemeinsamer Antrag der CDU und Fraktion Bündnis 90 der Grünen, Umbau der Energieversorgung ganzheitlich und intelligent gestalten. Kollegin Kinkel von Bündnis 90 die Grünen hat sich zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Als erstes großes Industrieland hat Deutschland einen Plan zum Ausstieg aus der Kohlekraft. Und dieser Einstieg in den Ausstieg war längst überfällig, weil wir können nicht Energiewendeland werden wollen und gleichzeitig Kohleland bleiben. Erneuerbare Energien sollen nicht als Beiwerk dienen oder zusätzlich gesehen werden. Nein, es geht darum, die atomaren und die fossilen Energieträger vollständig zu ersetzen, um den Planeten für nachfolgende Generationen zu erhalten und um die Klimakrise aufzuhalten. Und der Bericht der Kohlekommission ist dafür eine ganz gute Grundlage. Und dieser muss dann jetzt auch von der Bundesregierung übernommen werden. Und vor allem müssen die im Bericht festgelegten Überprüfungspunkte genutzt werden, um sicherzustellen, dass die Pariser Klimaziele auch tatsächlich erreicht werden. Wir diskutieren derzeit bergauf, landauf, landab über stärkeren Klimaschutz. Und das sind nicht nur die Umweltorganisationen, die Klimabewegungen, zu der auch wir Grüne gehören. Und ohne denen der Druck oder ohne deren Druck dieser Plan zum Ausstieg aus der Kohlekraft so wahrscheinlich nie beschlossen worden wäre. Druck machen auch jeden Freitag seit Monaten Tausende Schülerinnen und Schüler, die streiken und daran an die Politik appellieren, stärkere Klimaschutzmaßnahmen vorzunehmen und für eine bessere Zukunft auf die Straße gehen. Und das sind auch viele hunderte Unternehmen, auch in Hessen, die sich zusammengeschlossen haben, um von der Politik konkretere Maßnahmen zum Klimaschutz zu fordern. Wir müssen die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzen. Und deshalb brauchen wir eine ambitionierte Klima- und auch Energiepolitik. Und wenn wir auf die Energiepolitik der vergangenen 5 Jahre zurückblicken, dann kann man sagen, Klimaschutz ist nun elementarer Bestandteil der Politik in Hessen. Wir haben eine Aufholjagd hinter uns, die noch lange nicht am Ende ist. Der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor hat den stärksten Zuwachs zu verzeichnen und liegt 2017 bei knapp 20%. Wir haben uns zu Beginn der letzten Legislaturperiode das Ziel gesetzt, dass wir den Anteil erneuerbarer Energien bis 2019 auf 25% verdoppeln. Und die aktuellen Zahlen liegen noch nicht vor, aber es sieht gut aus, dass wir dieses Ziel bis zum Ende der letzten Wahlperiode auch erreicht haben. Und das alles ist nur möglich, weil sich Hessen klar der Energiewende verschrieben hat und weil politisch die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt wurden. Dazu gehört z.B. der Ausbau erneuerbarer Energien. Die Windkraft spielt eine wichtige Rolle in Hessen. Und die Stromerzeugung durch Windkraft hat 2017 einen Zuwachs von 300 MW. Und wenn man sich die Zahlen der Landesregierung, die im Energiewende-Monitoringsbericht vorgelegt werden, dann kann man feststellen, dass wir immer mehr zugebaute Leistung haben, gerade im Bereich Windenergie, und das durch immer weniger installierte Windkraftanlagen. Und das verdanken wir dem enormen technischen Fortschritt, der in diesem Bereich ganz besonders groß ist. Mit dem Zubau von Windenergieanlagen liegen wir auf Platz 4 im Ländervergleich. Und das, obwohl, das muss man auch sagen, obwohl die Ausschreibungsbedingungen, die auf Bundesebene beschlossen wurden, unsere hessische Mittelgebirgsregion stark benachteiligen. Wir wollen aber eine dezentrale Energiewende, in der die Energie möglichst überwiegend dort auch produziert wird, wo sie verbraucht wird. Das heißt, die geplanten Sonderausschreibungen, die jetzt kommen sollen, müssen auch dazu führen, dass Windenergie hier bei uns in Hessen im Binnenland stärker profitieren kann. Besonders erfreulich ist, auch die Photovoltaik verzeichnet nach 2 Jahren Rückgang bzw. Stillstand auch aufgrund der Bundesrahmenbedingungen wieder einen Zuwachs. Viele Hausbesitzer nutzen also ihre freien Dachflächen wieder für den Klimaschutz und für die eigene Energieversorgung.
Und dann schauen wir mal auf das, was für den Wirtschaftsstandort Hessen auch wichtig ist. Das ist die Zeit der Versorgungsunterbrechung, also die sogenannten Blackouts. Hier sehen wir in dem Bericht der Landesregierung, in Hessen gab es Versorgungsunterbrechungen von 9,13 Minuten pro Jahr. 9,13, das ist der zweitbeste Wert, das ist die zweitbeste Versorgungsqualität, die wir hier in Hessen haben. Und das trotz diesen immensen Zubaus von erneuerbaren Energien, der das Netz ja unbestreitbar vor neue Herausforderungen stellt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, und das zeigt auch deutlich, dass die Horrorgeschichten der FDP und den vielen Energiewendegegnern diese Behauptung schlichtweg nicht haltbar sind. Die Versorgungssicherheit in Hessen bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Und dennoch müssen wir den Fokus auch in Hessen weiter auf den Netzausbau und die Netzertüchtigung legen. Als Energieimporteur, das heißt, wir verbrauchen in Hessen mehr Energie, als wir produzieren, ist Hessen natürlich ganz besonders auf gute Versorgungsstrukturen angewiesen. Dazu gehört auch die Gleichstromtrassen, die geplant sind, Ultranet und Südlink. Und durch die veränderten Rahmenbedingungen, die wir ja haben, also einerseits dezentrale und erneuerbare Einspeisestrukturen und andererseits eine veränderte Nachfrage, die durch einerseits Elektromobilität zum Beispiel zustande kommt, aber auch durch die Digitalisierung, die es ja uns ermöglicht, dass wir den Strom dann nachfragen, wenn er gerade überschüssig am Netz ist. All das erfordert Veränderungen, und deshalb gab es die Hessische Verteilnetzstudie, die die Bedarfe zur Netzertüchtigung aufgezeigt hat. Und wir unterstützen, dass diese auch umgesetzt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, die meisten CO2-Emissionen, nämlich knapp 40 %, kommen aus dem Verkehrsbereich. Und deshalb muss man auch an dieser Stelle sagen, sind die Vorschläge der Verkehrskommission, die ja auch momentan am Tagen ist, unter anderem das Tempolimit, das gerade diskutiert wird, wichtig. In Hessen zeigen wir, dass die Verkehrswende vorankommt. Wir haben das Schülerticket eingeführt. Wir stärken den ÖPNV und die emissionsarme Mobilität mit Fahrrad und E-Mobilität. Und man sieht durch die Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Energiebereich, welche Bedeutung der Kohleausstieg dann auch für Hessen hat. Die hessischen CO2-Emissionen sind im Jahr 2014 stark gesunken, als nämlich das größte hessische Kohlekraftwerk überwiegend stillstand, was immer immense Auswirkungen auf die hessischen CO2-Emissionen im Strombereich hat. Das heißt, wer A sagt, muss auch B sagen. Wer klimafreundliche und erneuerbaren Strom will, der muss natürlich gleichzeitig auch aus der Kohleverstromung aussteigen. Sehr geehrte Damen und Herren, Investitionen in erneuerbare Energien sind Investitionen in die Zukunft. Und auch die hessische Wirtschaft sieht das so und investiert in Energieeffizienz und in Energieeinsparung. Und das, obwohl die Rohstoffpreise momentan am Weltmarkt gerade nicht aktuell überdurchschnittlich hoch sind. Also anders gesagt, die Unternehmen investieren in energieeffizient, weil sie davon überzeugt sind, dass das zukunftsfähige Investitionen sind. Interessant sind auch die positiven Beschäftigungseffekte. Vor allem der Ausbau der Windenergie ist ein richtiger Jobmotor für Hessen. Es waren im Jahr 2016 im Bereich erneuerbare Energien 17.600 Personen beschäftigt. Und dabei ist nicht hinzugerechnet, welche indirekten Beschäftigungseffekte es gibt, z. B. durch die Sanierung, was ja auch Auswirkungen auf das Bauhandwerk hat. Und das zeigt, dass die hessische Energiewende, die Energiewende nicht nur gut für das Klima ist, sondern auch gut für den Wirtschaftsstandort in Hessen ist. Klar ist aber auch, wir brauchen eine Verkehrswende zu emissionsarmer Mobilität. Das Tempolimit habe ich angesprochen. Wir brauchen eine Agrarwende, und wir müssen die CO2-Emissionen in den Bereichen Haushalt, Gewerbe und Industrie senken. Weil alle Anstrengungen, die in den Bereichen nicht erfolgen, müssen im Energiebereich zusätzlich geholt werden. Der aktuelle Bericht der Landesregierung zeigt, Hessen kommt gut voran bei der Energiewende. Der Ausbau erneuerbarer Energien steigt. Die Energieeffizienz nimmt zu, und davon profitieren Klima und Wirtschaft. Der Einstieg in den Kohleausstieg gibt dafür zusätzlichen Schwung. Den sollten wir nutzen, um weiter daran zu arbeiten,
damit die Energiewende in Hessen weiter vorantreiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Kinkel. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass auf Ihren Plätzen die Wahlvorschläge für die Wahl der Mitglieder der Versammlung der Hessischen Landesanstalt für den privaten Rundfunk verteilt worden sind. Der Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-110 ist von der AfD, der Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-111 ist von der SPD und der Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-112 ist der gemeinsame Wahlvorschlag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Die Wahl findet vereinbarungsgemäß zum Ende der heutigen Sitzung statt. Als Nächstes hat sich der Kollege Lichert von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Eigentlich müsste diese Debatte heute über den Antrag der Regierungsfraktion ziemlich langweilig sein. Denn eigentlich dreht sich ja Energiepolitik um objektive Tatsachen, um Naturgesetze und um Zusammenhänge von Technik und Wirtschaftlichkeit. Eigentlich. Aber diese energiepolitische Debatte wird ganz sicher nicht langweilig sein, und der Grund ist einfach. Für Energiepolitik gilt leider das Gleiche wie für viel zu viele andere Politikfelder in unserem Lande. Sie ist nämlich durch und durch ideologisiert. Und wo Ideologie regiert, da bleiben Verstand und Vernunft regelmäßig auf der Strecke. Das heißt, wir sprechen auch nicht über mehr oder weniger effektiv erzeugten Strom. Nein, wir reden von gutem und bösem Strom. Gut ist natürlich der Strom aus Windrädern und Solarzellen, und böse ist natürlich der Strom aus fossilen Brennstoffen oder ganz und gar Kernkraftwerken. Noch ist Deutschland ein hochtechnisiertes Industrieland. Das bedeutet, wir alle sind auf zuverlässige Energie und vor allen Dingen Stromversorgung angewiesen. Und bei der Stromversorgung muss man einfach wissen, dass sich Stromangebot und Nachfrage zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht befinden müssen. Und ganz wichtig, liebe Grüninnen, das Stromnetz an sich hat keinerlei Speicherfunktion. Das klingt banal, ist aber offensichtlich für einige grüne Spitzenpolitiker noch nicht banal genug. Annalena Baerbock gab ein Interview im Deutschlandfunk vor ziemlich genau einem Jahr. Ich zitiere: "An Tagen wie diesen, wo es grau ist, da haben wir natürlich viel weniger erneuerbare Energien. Deswegen haben wir Speicher. Deswegen fungiert das Netz als Speicher. Und das ist alles ausgerechnet." Zitat Ende. In Hessen haben wir es da natürlich viel besser. Und schon allein qua Amtes, ich denke da an den verehrten Herrn Minister Al-Wazir, scheinen unsere hiesigen GRÜNEN etwas weniger auf Kriegsfuß mit den Naturgesetzen und den Grundrechenarten zu stehen. Dennoch fürchte ich, haben wir auch hier ein bisschen Aufklärungsarbeit vor uns. Und dabei hilft die AfD-Fraktion natürlich sehr gern. Meine Damen und Herren, ist die Energiewende tatsächlich auf einem guten Weg, wie wir in Absatz 3 des vorliegenden Antrags lesen müssen? Oder besteht nicht viel mehr dringender Handlungsbedarf? Netterweise liefern uns die Autoren dieses Antrags selbst im ersten Absatz des Antrags vernünftige Kriterien für diese Frage gleich mit. Sicherheit, gemeint ist hier Versorgungssicherheit, Umweltfreundlichkeit und Bezahlbarkeit. Und schon die Bibel lehrt uns, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also lassen Sie uns genau das tun und die Energiewende unter den drei genannten Aspekten auf ihre Früchte untersuchen. Zum Beispiel anhand des bereits erwähnten Monitoringberichts zur Energiewende in Hessen des Jahres 2018. Zur Beurteilung von Versorgungssicherheit und Netzverfügbarkeit hat sich der SAIDI-Wert eingebürgert, um die Dauer von Versorgungsunterbrechungen zu messen. Es ist bereits darauf verwiesen worden, dass wir uns eigentlich, was den SAIDI-Wert angeht, auf gutem Pfad befinden. Für Deutschland sinkt dieser tendenziell, und Hessen bewegt sich schon langjährig in einer Bandbreite von etwa 8 bis 12 SAIDI-Minuten. Das heißt, empirisch hat die Energiewende tatsächlich noch nicht zu steigenden SAIDI-Werten und somit schlechterer Netzverfügbarkeit geführt. Das klingt ja erst einmal gut. Aber glauben wir den Übertragungsnetzbetreibern, so leidet die Versorgungssicherheit, und der Aufwand zur Netzstabilisierung steigt deutlich. So lässt sich Amprion im ARD-Magazin Plus Minus zitieren:
Um das Netz stabil zu halten, müssen wir daher immer häufiger eingreifen. Wir haben also Stress im Netz, und dieser wächst überproportional mit dem Ausbau der Erneuerbaren an. Warum ist das so? Der Ausbau der Erneuerbaren erzeugt wachsende Leistungsschwankungen und vor allen Dingen Klumpenrisiken. Flaute und geringe Sonneneinstrahlung sind nämlich in aller Regel keine lokalen Phänomene, sondern wirken natürlich großflächig und damit auf eine große Anzahl von Erzeugungsanlagen. Eigentlich völlig klar. Diese stark schwankenden Erzeugungsleistungen können also nur unter hohen Kosten kompensiert werden, wenn überhaupt. Und zur Wahrheit gehört auch, erneuerbare Erzeugungskapazität ersetzt keine konventionelle Erzeugungskapazität. Stattdessen werden sogenannte Schattenkraftwerke benötigt, um Dunkelflauten kompensieren zu können. Idealerweise werden sie nie benutzt, müssen aber da sein und müssen deswegen auch bezahlt werden. Wer aus der Kohle aussteigen will, muss also gleichzeitig für den Neubau von Gaskraftwerken in entsprechender Größenordnung sorgen. Welche Planungen gibt es denn dafür? Welche Investitionsrechnungen liegen denn dafür bereits vor? In Summe bedeutet das, dass die Übertragungsnetzbetreiber deutlich mehr Netzeingriffe durchführen müssen und Anzahl, Dauer und damit auch die Kosten sogenannter Redispatch-Maßnahmen steigen stark an. 2017 lagen sie bei fast 400 Millionen €, was einem Anstieg von 78% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zweites Kriterium, Umweltschutz. Ich danke den Autoren ausdrücklich, dass sie den Umweltschutz als Kriterium nehmen und nicht den Klimaschutz. Klimaschutz entwickelt sich immer mehr zu einer Ersatzreligion. Und ich muss wirklich sagen, der jüngst ausgerufene Kinderkreuzzug trägt mit Sicherheit auch nicht zur Versachlichung der Diskussion bei. Durch die Wahl des Umweltschutzes als Kriterium besteht hier zumindest eine grundlegende Chance auf eine sachliche Diskussion. Jede Windkraftanlage bedeutet massive Eingriffe in die Umwelt. Aktuelle Windräder mit Nabenhöhen von deutlich mehr als 100 Metern benötigen Betonfundamente mit weit mehr als 1.000 Tonnen Beton für jedes einzelne Windrad. Und je höher diese Windräder werden, umso überproportional viel mehr Beton brauchen wir auch dafür, weil die Kräfte ebenfalls überproportional wachsen. Was geschieht eigentlich damit am Ende des Lebenszyklus der Anlagen? Sind wir wirklich sicher, dass die Anlagenbetreiber den Rückbau und die Entsorgung leisten können? Um die einzelnen Bauelemente und Rotoren zum Installationsort zu bringen, müssen gerade in Wäldern zunächst einmal gewaltige Schneisen geschlagen werden. Der Netzanschluss muss entsprechend auch mit großen Eingriffen in die Natur erfolgen. Die Gefahren für Vögel und Fledermäuse werden ja bereits öffentlich diskutiert, glücklicherweise. Komischerweise aber von genau den gleichen Leuten kleingeredet, die am liebsten jede Krötenwanderung mit einer Lichterkette begleiten wollen. Meine Damen und Herren, das ist Doppelmoral und Messen mit zweierlei Maß auf niedrigem Niveau, und das erkennen glücklicherweise immer mehr Bürger. Die gewaltigen Umweltschäden, die mit jeder nennenswerten Elektrifizierung des Verkehrs einhergehen würden, also ein wesentliches Element der vielbesungenen Sektorkopplung, können hier nicht einmal gestreift werden. Das alleine wäre ein abendfüllendes Programm. Deutschlands Umweltstandards gehören zu den höchsten in der Welt. Praktisch überall liegen diese niedriger, ebenso übrigens wie natürlich die Strompreise. Das bedeutet, das Halten von Produktion hier in Deutschland ist nicht nur ein Gebot einer klugen Wirtschafts- und Sozialpolitik, sondern es ist auch und gerade unter den Umweltschutzaspekten geboten. Diese Nachteile von Produktionsverlagerung gelten natürlich erst recht für die Stromproduktion. Deswegen ist es, gelinde gesagt, widersinnig, wenn die Energiewende dazu führt, dass Deutschland zwischen hohen Stromexporten und Importen hin und her taumelt und damit de facto von Stromimporten aus französischen und belgischen Kernkraftwerken einerseits und osteuropäischen Kohlekraftwerken andererseits angewiesen ist. Dazu gehört auch die Privilegierung energieintensiver Unternehmen. Energieintensive Unternehmen gehören nämlich zu den wenigen glasklaren Gewinnern der Energiewende. Sie zahlen nur einen Bruchteil der EEG-Umlage und Netzentgelte, profitieren andererseits aber voll von den niedrigeren Beschaffungskosten durch die niedrigeren Börsenpreise. Aber was ist mit den nicht privilegierten Unternehmen? Diese müssen die massiven Strompreissteigerungen verkraften und möglicherweise sogar weitere Investitionen zur Absicherung ihrer Energieversorgung leisten.
Denn dieser Saidi-Wert umfasst nur Störungen von größer 3 Minuten in der Versorgung. Was ist denn mit den geringeren Störungen? Hier geht es also nicht nur um den Verlust von Arbeitsplätzen, sondern es geht vor allen Dingen um eine schlechte Umweltbilanz. Und das kann niemand hier im Raum wirklich wollen. Kommen wir damit zum dritten Kriterium, der Bezahlbarkeit. Und hier ist endgültig und für alle sichtbar die Achillesferse der Energiewende erreicht. Sie ist nämlich eine volkswirtschaftliche Katastrophe. Der gute, der erneuerbare Strom kostet nämlich jährlich das Zehnfache seines Börsenwerts. Zuletzt 2017 waren das ca. 26 Milliarden €. Zig Milliarden an Kraftwerksinvestitionen sind bereits verloren und müssen abgeschrieben werden. Das weltweit effektivste Gaskraftwerk Irsching in Bayern soll nach dem Willen des Betreibers endgültig vom Netz, weil sich der Betrieb schlicht nicht mehr lohnt. Aber als Netzreserve, also als Schattenkraftwerk, wird es noch benötigt. Das Milliardengrab muss also weiter offen bleiben. Herr Abg. Lichert, Sie müssen zum Schluss kommen. Sind Sie sicher, dass die Stoppuhr auf Null stand anfangs? Da bin ich mir sehr sicher. Na ja, bitte schön. Also, meine Damen und Herren, die Energiewende bedroht also nicht nur die Versorgungssicherheit. Sie ist unökologisch, sie ist ein volkswirtschaftliches Desaster, und sie ist zutiefst unsozial, weil sie eine Umverteilung von unten nach oben darstellt. Ich danke Ihnen. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Frömmrich. Drückst du mal auf dein Knöpfchen? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Faktenorientiertheit hat auch etwas mit der Uhr lesen können zu tun. Aber ich bitte, die Kritik an der Präsidentin im nächsten Ältestenrat aufzurufen, weil die Geschäftsordnung für den Hessischen Landtag, die Geschäftsordnung für den Hessischen Landtag sagt ausdrücklich, dass Entscheidungen und auch Verhaltensweisen der Präsidentin nicht diskutiert werden. Ich bitte, das auf die Tagesordnung der nächsten Ältestenratssitzung zu setzen. Das machen wir so. Ich möchte zur Kenntnis geben, das war keine Kritik an der Präsidentin, sondern es war eine Fragestellung. Ja. Also es ist beantragt, das im Ältestenrat zu diskutieren. Wir nehmen das auf und reden dann im Ältestenrat noch einmal drüber. Wir wollen aber nicht vergessen, das war die erste Rede des Kollegen Lichert. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes hat sich Kollege Kasseckert von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kasseckert. Muss ich mir merken, wenn der Kollege vor mir dran war, beziehungsweise brauche ich etwas mehr Zeit. Sehr geehrte liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nunmehr liegt das Ergebnis der Kohlekommission, wie sie landläufig genannt wird, aber der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung vor. Und nunmehr wissen wir, dass wir bis zum Jahr 2038 das Ziel haben, das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland abzuschalten. Innerhalb dieses Konzeptes ist nachlesbar, dass wir für einen Strukturwandel sorgen wollen, der rund 40 Milliarden € über 20 Jahre verteilt an die strukturschwachen Regionen ausschütten wird, und dass am Ende dieses Ziel, das völlig unstreitig ist, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren wollen, dass wir einen Beitrag zum Klimawandel leisten wollen oder zur Behebung des Klimawandels leisten wollen, dass das ein historischer Kraftakt ist, vor dem die Bundesrepublik steht. Ich habe aufmerksam den Vorrednerinnen und Vorrednern zugehört. Und ich will weder in die Euphorie noch in die Kritik einsteigen, weil ich glaube, dass wir alle heute noch nicht wirklich in der Lage sind, abzuschätzen, was diese Entscheidung, was dieser Vorschlag bedeutet.
Deshalb sage ich ausdrücklich für die CDU-Fraktion, dass wir in dem vorgelegten Abschlussbericht die richtige Zielsetzung finden, nämlich den Ausstieg aus der Kohle. Aber auf der anderen Seite diesen Abschlussbericht zunächst einmal als Grundlage für eine intensive, ernsthafte und völlig ideologiefreie Diskussion heranziehen möchten. Das Ziel, die CO2-Reduzierung, den Ausstieg aus der Kohleverstromung, der ist dabei beschlossen schon in Berlin und der ist, glaube ich, auch völlig unstrittig, auch gesellschaftlich so gewünscht. Dennoch ist der Kohleausstieg kein triviales Thema. Wenn wir im Jahr 2022 das letzte Kernkraftwerk vom Netz nehmen, werden wir in etwa schätzungsweise 50% aus erneuerbaren Energien bereitstellen können. Das heißt, und auch das wurde in der Diskussion hier schon angesprochen, dass wir rund 50% nach wie vor Stromerzeugung aus Braun- oder Steinkohlekraftwerken haben, aus Gaskraftwerken haben oder dass wir diesen Energiebedarf aus umliegenden Ländern heranziehen müssen. Und wir wissen, dass auch hier nach wie vor Kernkraft an der Tagesordnung ist. Das heißt, wir brauchen Augenmaß, wenn wir im Rückblick, und auch das sage ich völlig ideologiefrei, wenn wir im Rückblick sehen, dass wir bei dem Umbau auf erneuerbare Energien, wo ich sage, wir sind schon sehr weit gekommen, weiter als wir eigentlich unsere Zielsetzung ja vorhatten. Bis zum Jahr 2019 war der Wert der erneuerbaren Energie deutlich unter dem, den wir heute haben. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr, Herr Minister, bei etwa oder bei knapp 25% Anteil erneuerbarer Energie in Hessen gelegen. Das wäre der Wert, der eigentlich 2022 erst anstünde. Also wir sind dort schon gut vorangekommen. Aber man darf auch nicht darüber hinwegsehen, dass dieses mit erheblichen Anstrengungen verbunden war, dass dies mit erheblichen Diskussionen auch in der Bevölkerung, dort, wo wir beispielsweise Windkraftanlagen zubauen, verbunden ist, Diskussionen, denen wir uns stellen müssen, aber die eben auch ein Teil dieser Wahrheit sind. Und deshalb brauchen wir Vorsicht, wir brauchen Augenmaß, wenn wir das Ergebnis der Kohlekommission eins zu eins übernehmen und bejubeln, dass wir 2038 das letzte Kohlekraftwerk vom Netz nehmen. Wir brauchen für diesen Wirtschaftsstandort, und das will ich an allererster Stelle bringen, vor allem eine Politik, die Deutschland und die auch Hessen nicht gefährdet. Das wird kein hessischer Alleingang werden. Aber ich hoffe, es wird auch am Ende kein deutscher Alleingang werden, was den Kohleausstieg betrifft. Denn dieses wird über die Symbolhaftigkeit hinaus sonst keine Wirkung, was das globale Thema Klimaschutz oder CO2 betrifft, entfalten können. Das heißt, wenn wir über diese Maßnahmen reden, dann steht für uns an allererster Stelle, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland davon nicht gefährdet werden darf, dass er in seiner Wettbewerbsfähigkeit auch mit anderen Volkswirtschaften eben nicht ins Hintertreffen gelangt. Und wir haben, auch das sage ich, in den vergangenen Jahren schon oft auch diskutiert, dass die Entwicklung des Strompreises auch aus dem Umstieg der erneuerbaren oder auf erneuerbare Energien in Grenzbereiche vorgedrungen ist, dass wir sagen, wir können nicht noch einen höheren Strompreis in Deutschland mit mehr Effektivität kompensieren. Wir sind in Grenzbereiche, sodass wir hier wenig Spielraum haben für Wünschenswertes, was am Ende aber zur Wettbewerbsfähigkeit oder zur Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. Wir brauchen eine Politik, zum Zweiten, die den Menschen in den betroffenen Personen auch eine Orientierung gibt und eine Perspektive gibt. Es ist wahr, dass der Kohleausstieg heute nicht mehr die Dimension hat, wie er in den 60er Jahren hatten, was die Anzahl der Arbeitsplätze in den Braunkohlegebieten betrifft. Wir hier in Hessen sind davon nicht betroffen. Aber wenn ich die Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer sehe, die von Braunkohle, deren Wirtschaft auch von Braunkohle natürlich zum Teil lebt, dann kann ich deren Sorgen nachvollziehen und auch den berechtigten Anspruch nachvollziehen, dass wir den Personen in den betroffenen Gebieten eine Perspektive geben müssen. Rund 20.000 sind heute noch von der Braunkohle im Braunkohle- oder Bergbau beschäftigt. Also hier ist der Ausgleich, der mit 4 Milliarden Euro genannt ist, nach wie vor, der ist mit 40 Milliarden Euro benannt ist, der ist nachvollziehbar, aber er wird am Ende auch den Strompreis natürlich belasten. Und wir wollen nicht vergessen, wenn wir die Arbeitsplätze, den Wirtschaftsstandort betrachten, dann trifft uns alle dieser Ausstieg natürlich auch als Privatverbraucher.
Und wenn wir auch hier die Strompreisentwicklung der letzten Jahre sehen, dann ist es nicht der Strompreis selbst, sondern die Umlagen, die auf diesen Strompreis angerechnet werden, die den Strompreis heute in eine Größenordnung gebracht haben, der, glaube ich, europaweit an der Spitze steht. Und deshalb, glaube ich, muss diese Diskussion eben nicht nur vor dem Hintergrund Klimaschutz geführt werden, sondern auch vor dem Hintergrund Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Es darf keine ideologische Vorfestlegung geben, sondern es muss ein Augenmaß und es muss eine ideologiefreie Diskussion geben. Und wir haben vieles schon eben zu dem Thema Versorgungssicherheit gehört. Versorgungssicherheit bedeutet auch, dass wir heute natürlich ein intelligentes Management der Stromnetze haben müssen. Das hat uns im Jahr 2017, 2018 immerhin 1,4 Milliarden Euro gekostet. Ich sage das alles nicht als Kritik in die eine Richtung oder Feststellung oder Bestätigung in die andere Richtung, sondern ist auch ein Teil der Wahrheit, den wir in diesem Zusammenhang hier uns offen entsprechend widmen müssen, weil es eben nicht nur darum geht, schnell einen Ausstieg zu beschließen, wenn es am Ende eine Insellösung, eine deutsche Insellösung bleibt. Wir haben die Themen Treibhausgashandel. Auch hier sind wir in Europa noch nicht einig. Auch hier haben wir innerhalb unserer Koalitionsverhandlungen, wie ich meine, richtigerweise darauf hingewiesen, dass es europäische Lösungen geben muss. Auch das gehört in die Diskussion hineingesetzt. Ich komme zum Schluss und will noch einmal unterstreichen, es darf in dieser Frage keinen deutschen Alleingang geben. Es muss eine internationale Abstimmung geben, so wie beispielsweise das letzte Abkommen in Paris internationale Ziele vereinbart hat. Weil ansonsten würde, egal welches Land diesen Alleingang macht, über eine Symbolwirkung hinaus keinerlei Wirkung für das Klima, für die Umwelt erzielt werden können. Und ich sage auch und deutlich, das muss unser Ziel, unsere gesellschaftliche Verantwortung für die Zukunft von morgen sein. Wir brauchen aber auch die Verantwortung anderer Volkswirtschaften. Wir haben China beispielsweise als einen großen Emittenten der CO2-Reduktion. China ist ein heranwachsender Staat, ein wahnsinnig starker Wirtschaftsstandort. Und wenn das allein nur über CO2, über Kraftwerke, Kohlekraftwerke oder Kernkraftwerke stattfinden soll, dann, wie gesagt, sind die Bemühungen eines einzelnen Staates dagegen völlig marginal. Es ist ein Einstieg in die Diskussion. Wir dürfen bei dieser Diskussion den Bereich Verkehr und Gebäude nicht wegdenken. Ganz im Gegenteil, auch dem haben wir uns in unserem Koalitionsvertrag intensiv gewidmet. Wenn wir über die Erreichung der Klimaziele reden, ist es eben nicht nur Stromversorgung oder Stromproduktion, sondern eben auch das Thema Verkehr und Gebäude. Und deshalb, damit will ich schließen, wenn die Zeit richtig ist, und daran habe ich überhaupt keinen Zweifel, sind es noch wenige Sekunden. Ich freue mich auf das, was in den nächsten Jahren vor uns steht an Diskussionen. Und ich hoffe, Sie werden weniger Ideologie oder Sie werden ideologiefrei, nicht ideologisch geführt wie die zurückliegenden Jahre. Dann bin ich sicher, dass wir auch diesen Umstieg und die Zielsetzung ist klar definiert erreichen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Als nächstes hat sich Herr Kollege Grüger zu Wort gemeldet von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, der Kohlekompromiss ist in der Tat ein Grund, sich noch einmal über die Energiepolitik zu unterhalten. Und es ist vor allen Dingen ein Punkt, noch einmal festzustellen, dass es sich durchaus lohnt, um Kompromisse zu ringen. Es ist eine Leistung, so viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und das in Zeiten, in denen es von einigen Seiten und einigen Orten her gerade en vogue zu sein scheint, besonders kompromisslos aufeinander einzudreschen und allen anderen immer die Ideologie vorzuwerfen und sich selber für Ideologie freizuhalten. Das hat sich hier wieder einmal als Erfolgsprinzip unseres Landes, unserer Bundesrepublik Deutschland, gezeigt, dass es möglich ist, sich zusammenzusetzen und auch so eine komplexe und schwierige Situation zu meistern und dann einen gemeinsamen Kompromiss zu finden. Die Tatsache, dass jetzt alle ein bisschen unzufrieden sind, zeigt ja, dass der Kompromiss anscheinend gelungen ist.
Die einen hätten gerne noch ein bisschen mehr Geld hinterhergeworfen bekommen. Die anderen hätten ein bisschen mehr Klimaschutz gehabt. Und in der Tat, also es ist natürlich der Versuch, sehr, sehr komplexe Geschichten gegeneinander abzuwägen. Aber es ist zumindest insofern gelungen. Wir haben eigentlich den Kohleausstieg schon sehr viel länger beschlossen. Das haben nur viele nicht begriffen. Wir haben ihn in dem Moment beschlossen, wo wir gesagt haben, bis 2050 wollen wir 80% erneuerbare Energien haben. Es war doch klar, dass die restlichen 20% dann keine Kohlekraftwerke sein werden, schon gar keine Braunkohlekraftwerke. Das konnte gar nicht funktionieren. Damit war klar, 2050 musste der Kohleausstieg vollzogen sein, und zwar schon länger vollzogen sein, damit der Aufbau einer anderen Energieform und in diesem Fall natürlich der erneuerbaren Energie parallel laufen kann, weil die beiden Energiesysteme kommen sich ja immer in die Quere. Das ist übrigens ein Teil der Märchen, die immer erzählt werden gegen die Energiewende. Die angeblich so hohen Kosten entstehen zu einem großen Teil dadurch, dass wir uns den Luxus erlauben, noch ziemlich lange ein altes Energiesystem, das völlig anders funktioniert, aufrechtzuerhalten, gegenüber einem neuen System, das, wie gesagt, anders funktioniert. Und dadurch entstehen natürlich Friktionen. Das sind Reibungsverluste. Und die Reibungsverluste in einer kapitalistischen Marktwirtschaft sind diese Reibungsverluste natürlich geldwert zu benennen. Das ist banal, aber es wird natürlich von den Gegnern der Energiewende gerne benutzt, um die Energiewende zu denunzieren. Man könnte das aber auch eigentlich umdrehen und sagen, damit denunziert sich selbst die bisherige Form der Energieproduktion, und die verursacht faktisch die Kosten. Also von daher, wenn man es tatsächlich ideologiefrei und nüchtern betrachtet, muss man zu dem Ergebnis kommen, dass es der richtige Weg ist, zu versuchen, einen Kompromiss zu finden und diesen Kompromiss dann auch umzusetzen. Nur wundert mich natürlich dann, dass wir hier einen Antrag vorliegen haben, in dem vor allen Dingen darauf hingewiesen wird, dass jetzt die Bundesregierung doch bitte ihre Hausaufgaben zu machen habe. Und ich zitiere, dazu muss die Bundesregierung die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Ja, muss sie. Ich hoffe, dass die mit an diesem Antrag beteiligte CDU-Fraktion jetzt sofort zum Bundeswirtschaftsminister geht und dem erklärt, was zu tun ist. Und ob Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, das getan haben, sehen wir dann ja daran, ob der Altmaier dann von den genau die hier geforderten Änderungen bei den Ausschreibungen dann auch wirklich macht oder nicht macht. Daran können wir dann sehen, auch, welche Durchschlagskraft Ihr Ministerpräsident beim Herrn Altmaier hat. Da bin ich sehr gespannt. Wir sind aber. Was mein Fraktionsvorsitzender sagt. Aber kommen wir zurück nach Hessen. Kommen wir zurück nach Hessen. Interessanter ist ja eigentlich, und da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, was konkret eigentlich die Landesregierung dann jetzt hier machen will. Weil klar ist doch, dass mit dem, was die Landesregierung bisher gemacht hat, sie ja noch nicht mal ihre eigenen Ziele erreicht hat. Und das wird ja auch nicht dann dadurch besser, dass man immer wiederholt, ja, es könnte noch sein, dass wir es vielleicht gerade noch so schaffen oder dass wir fast es schaffen und dann 25%, tatsächlich reden wir über 22%. Das ist natürlich gegenüber dem, was die CDU vorher hier als führende Regierungspartei gemacht hat, ein großer Sprung nach vorne. Ja, das muss man den GRÜNEN durchaus zugestehen. Aber es ist halt zu wenig, und es ist zu wenig vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was wir hier konkret sehen. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass dann jetzt mal was zum Thema Regionalpläne kommt, Teilregionalpläne Energie. Das funktioniert überhaupt nicht richtig. Der eine hängt, der andere wird beklagt, der nächste wird auch beklagt. Ja, die sind auch so aufgestellt worden, dass sie leicht beklagbar sind. Interessanter Hinweis, ich habe den nicht mitbeschlossen. Ja, das ist halt, sollte man sich vorher informieren, Kollege. Aber völlig unabhängig davon, wer den beschlossen hat oder nicht beschlossen hat,
Es sind die Vorgaben der Landesregierung und des Landesentwicklungsplans, die dazu führen, dass wir eine Planung haben, die unrealistisch ist, dass wir Flächen ausweisen, wo eine Durchschnittswindgeschwindigkeit so niedrig ist, dass dort mit Sicherheit keine Windkraftanlage gebaut werden wird. Wir haben das im Wirtschaftsausschuss rauf und runter diskutiert. Ich finde keine Aussage zu dieser Problematik. Ich finde keine Aussage dazu, welche tatsächlichen Rahmenbedingungen die Landesregierung hier schaffen will, um hier weiter voranzukommen. Und das ist das. Das ist das, was jetzt passieren muss. Wir müssen die Energiewende in Hessen beschleunigen, gerade um Kosten zu senken, gerade um diese Friktionen zwischen den Energiesystemen möglichst klein zu halten. Und genau da versagt die Landesregierung. Und das ist unser Kritikpunkt. Wir wollen, dass die Energiewende beschleunigt wird in Hessen. Wir wollen die Arbeitsplätze, die damit verbunden sind, hier in Hessen haben. Wir wollen die mittelständische Wirtschaft, denn hier geht es vor allen Dingen um mittelständische Wirtschaft. Wir wollen die mittelständische Wirtschaft auch mit der Energiewende fördern. Wir wollen die Industrieunternehmen, die die entsprechenden Anlagen bauen, fördern, indem wir die Energiewende hier in Hessen beschleunigen. Und dazu finden wir hier nichts. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, werden wir diesem Antrag auch nicht zustimmen. Denn auch wenn die einleitenden Sätze in Richtung Erfolg der Kommission von uns geteilt werden, der Rest ist zu mager, da muss noch mehr kommen. Und insofern wünsche ich frohe Verrichtung an die Landesregierung. Wir harren der Dinge, die da kommen. Glück auf!